Für günstige und sichere Madden Coins check mal aoeah.com aus. Ich habe selber ausprobiert und es funktioniert. Ob ich je bei Madden ausraste? Nee, eigentlich nicht. Wollen die mich komplett verarschen, Digga? Richtig mau. Achtung, dieses Video ist nicht für Leute geeignet, die ein Problem mit emotionalen Reaktionen auf Madden NFL 21 Games haben. Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Video auf Easy Money. Wir haben endlich mal wieder die NGG Community Franchise am Start. Leute, heute geht es gegen unseren Erzrivalen, die New York Giants. Und die haben wir in der ersten Woche weggeklatscht, Alter. Es war, glaube ich, 42 zu 10 oder so. Deswegen, ich denke, man darf gespannt sein, ob die sich verbessert haben und wir hier ein deutlich engeres Spiel haben oder ob es die zweite Klatsche für die Giants wird. Als allererstes jedoch haben wir einen Frustrated Receiver, und zwar Terry McLaurin. Und das ist nicht gut. Terry McLaurin ist unser Star, den wollen wir nicht. Also, wir wollen nicht, dass der frustriert ist. Wir werden ihn auf jeden Fall probieren, mehr zu involvieren, vor allem gegen die Giants. Ich denke, da haben wir ganz gute Chancen, theoretisch. Plus 10 Moral bei Terry, und wir sollen ihm 5 Touches oder 100 plus Yards geben. 5 Touches sollte definitiv machbar sein. Als nächstes haben wir eine Offensive Coordinator Nachricht. Wir sagen natürlich wieder mehr Rest als Preparation, damit unsere Spieler entspannt sind und ihre Körper sich gut anfühlen. Plus 1 Moral fürs ganze Team. Nice. Dann haben wir wieder eine X-Factor Halfback Message. Das ist natürlich wegen Saquon Barkley. Und ich würde sagen, diesmal trauen wir uns mal an das zweite Ziel. Slow him down. Das bedeutet, beat the New York Giants, hold them to one or fewer Rush Touchdowns. Also, das wird schwierig. Also, das wird richtig schwierig. Einer oder weniger Rush Touchdowns wird schwer. Vor allem gegen Barkley. So, wir haben einen Player ready to negotiate, und zwar Steven Sims. Den werden wir definitiv verlängern. Mal gucken, wie viel er haben will, wenn das hier endlich mal laden würde. Für alle, die sich mit Steven Sims vielleicht nicht so gut auskennen, das ist ein 24-jähriger, 77er overall, Star Wide Receiver mit 92 Speed. Deswegen gucken wir mal rein. 3 Jahre, das ist auf jeden Fall nice. 3 Jahre, dann ist er 27, das ist richtig nice sogar. Oder eigentlich könnte man ihn sogar für 4 Jahre holen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. So, und dann würde ich mal sagen, bieten wir ihm an, mal gucken, was er sagt. Everything aside from the salary is great. Okay, er will also mehr Geld haben. Gut, müssen wir dann mal gucken, ob wir nächste Woche nochmal verhandeln können. Training habe ich schon gemacht, und diesmal habe ich endlich eingestellt, dass wir Gold überall bekommen. Das heißt, wir werden ab jetzt immer Gold-Training haben und immer ein bisschen mehr XP bekommen. Upgrade Players können wir nur Emmanuel Hawk. Das ist ein bisschen mau, um ehrlich zu sein, weil das ist irgendwie unser 5. Wide Receiver oder so. Aber okay, machen wir Deep Threat oben rauf. Jetzt ist er 69er. Plus 2 Awareness, Catching Traffic, Catching Deep Road, Spectacular Catch. Das sind gute Werte, Alter. Catching brauchte der Typ auch dringend. Scout College Players machen wir nach dem Game, wenn wir in Ruhe Zeit haben. Aber vor dem Game will ich noch einmal jetzt hier einen Switch-Up in der Lineup machen. Und zwar werden wir heute mal St. Brown die Chance geben, 2. Receiver zu sein. Nee, nicht John Ross. So, St. Brown 2. Receiver, John Ross nach wie vor 3. Und Sims ist damit jetzt 4. Receiver. Mal gucken, ob St. Brown ein gutes Spiel haben kann. Er hat nämlich auch 92 Speed, und das ist halt ein Rookie. Deswegen wäre schon geil, wenn der gut spielt. So, Leute. Und damit würde ich sagen, jumpen wir ein Spiel gegen die New York Giants. So, Leute. Wir spielen zu Hause. Es regnet leider. Das ist nicht ganz so schön. Aber guckt euch mal dieses geile Jersey-Matchup an. Giants haben all white. Wir haben all red, Alter. Auf Color Rush angelehnt. Mal gucken. Oh, es laggt ein bisschen. Oh, John Ross wäre fast durchgegangen. Alter. 1. und 10, Leute. Mal gucken, was gehen wird. Da sehe ich doch schon mal Ross. Und da ist doch schon mal der erste Touchdown in diesem Game, Baby. Let's go! Ah, wir haben Lag, Alter. Damn, Mann. Der Lag ist nicht schön gerade, sage ich euch ehrlich. So, Leute, es sind 12 Sekunden vom Spiel vergangen. John Ross mit einem dicken Return und einem dicken Touchdown. Unser Gegner fängt hier an, den Ball zu laufen. Oh, wir laufen einfach daneben. Meine Güte, komm schon. Komm schon, Digga, im Ernst. Neuer 1. und 10. In die Drag, okay, kann man machen gegen Man, ist schlau von ihm. Schon wieder neuer 1. und 10, er läuft den Ball über außen, und da kommen wir gerade noch so ran. So, Leute, 2. und 4, mal gucken, was er machen wird. Oh, da wären wir fast gewesen. Okay, werft ihn noch einmal so, und wir haben einen Pick. So, wir spielen jetzt zum ersten Mal Nickel, haben Appy drinne. Wir dürfen, wie gesagt, nur maximal einen Rushing-Touchdown zulassen, ne? Sonst schaffen wir unser Ziel hier nicht für dieses Spiel. Und das wäre schade. Ah, jetzt haben wir auf den D-Liner geswitcht aus Versehen. Ist natürlich nervig. Und da geht keiner mit. Digga, ich bin mit einem D-Liner dahinterher gesprungen, weil kein anderer von unseren Defendern checkt, dass dann Spieler langläuft. Das war mal wieder Madden at its best, Alter, dass da halt dann einfach keiner die Zone abcovert. Beziehungsweise, dass wir vorher den D-Liner aus Versehen steuern, anstatt Abdi so. Was soll denn das schon wieder? Also auf jeden Fall danke dafür, Madden. Ja, und jetzt führen die Giants ja einfach mal 7 zu 6. Auch der Kick ist nicht gut, und das liegt höchstwahrscheinlich an dem Lag.
der hier im Spiel ist, wieder John Russell im saftigen Return bis 31. So Leute, wir fangen mit einem Bubble Screen auf McLaurin an. Und das... Ah, da wollte ich nochmal reincutten, waren leider nur 5 Yards. 2. und 5, wir werden zum ersten Mal in diesem Spiel den Ball laufen. Und das geht fast für einen First Down, I like it. 3. und 1, ich hoffe, wir können hier einen First Down bekommen. Jawohl, Howard ist wide open. Da rennt er einfach mal vorbei. Haben wir 9 oder 11 Yards, glaube ich, gemacht. Neuer 1. und 10, wir laufen den Ball. Wenn er da nicht noch gerade so rangekommen wäre, wäre das richtig dick gewesen. Aber auch das sind 7 oder 6 Yards. Das ist auf jeden Fall machbar. 2. und 4, mal gucken, was gehen wird. Wir machen einen Play-Action und da ist er wide open. Über die Mitte, das ist tight end Kyle Pitts. Er kassiert einen saftigen Hit, aber gute Yards. So, Leute, wir probieren den Ball zu laufen. Wie kam der D-Liner da noch ran, Alter? Ich habe schon einen Touchdown gesehen. Wir laufen den Ball direkt nochmal, diesmal straight durch die Mitte und das ist wieder ein First Down. So, mal gucken, ob wir hier den Touchdown bekommen können. Wow, das war aber eine ganz komische Animation. Da ist der Ball einfach so weggeschwebt irgendwie. Second and goal. Da ist er. Touchdown, let's go. Auf Howard, Baby, unseren Titan. Wir hatten wieder einen Delay, Alter, aber diesmal haben wir ihn trotzdem gut getroffen. Field Goal ist drin oder extra Punkt, 13 zu 7. So, Leute, und ich hoffe, um ehrlich zu sein, dass wir ihn diesmal auf jeden Fall deutlich besser stoppen werden. Oh, er passt den Ball. Auf Barkley. Oh, Digga, Barkley ist so böse, Junge. Alter, das ist so ein overpowerter Typ, Mann. Mal gucken, was gehen wird. Läuft den Ball, aber da sind wir da. Also Leute, ich sag euch, wie es ist. Wenn das so weitergeht, dann werden wir ein richtiges High-Scoring-Game haben. Aber richtig high. Das kann nicht sein. Bro, das kann nicht sein. First and 10, er läuft den Ball und wir sind fett da, Alter. Oh, sein Center hat einen Turf-Toe und kann nicht in diesem Spiel zurückkommen, Junge. 2. und 8, Leute. Mal gucken, was gehen wird. Er nimmt die Drag. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. First and go. Nein, wieder das gleiche. Komm schon, die Drag-Routen, Digga. Er hat die Drag-Routen für sich entdeckt. So, Leute, wir probieren es mit einem Counterplay. Alter, hätten wir da einen vernünftigen Block bekommen, dann wären wir weg gewesen. Vielleicht kann sich McLaurin hier freilaufen, Alter, für einen tiefen Touchdown. Ansonsten, da haben wir ihn. Uff, das war sehr, sehr knapp. So, Leute, neuer 1. und 10. Mal gucken, was hier gehen wird. Ross sehe ich. Oh, das war sehr, sehr komisch, Alter. 2. und 10, wir probieren es mit einem Screen Pass auf den Running Back. Das sieht alles sehr offen aus. Hakende Animation, auch das wieder ganz viele komische Animationen, aber gut. 3. und 3, Leute, wichtiges Play. Komm schon, Howard, mach ein Play. Dankeschön. Dankeschön. Neuer 1. und 10, Leute, mal gucken. Dann nehmen wir Ross. Easy, einen nice, nasty Juke-Move und er geht für den Touchdown, Alter. Let's go, Ross. Extra-Punkt ist drinnen, 20 zu 14 und jetzt müssen wir ihn wirklich mal stoppen. Auch ein sehr schlechter Kick, mal gucken, was er daraus machen kann. Oh, wir tackeln daneben, er sprintet nach außen. Zu viel. Also Leute, ich muss ehrlich sagen, ich denke, er hat sich verbessert. Wir werden jetzt mal hier Man-Coverage gehen und blitzen. Mal gucken, was er macht. Wow! Okay, was zum Henker ist denn da passiert, Digga? Sind die Giants plötzlich gut geworden oder was? Beziehungsweise, was machen denn meine Cornerbacks schon wieder, Alter? Yo, ist das mau. 1. und 10, Leute, wir probieren es mit einem Lauf durch die Mitte. Na, das ist jetzt nicht so viel. 2. und 7, nächster Lauf. Und der sieht ganz gut aus. Schade. Okay, Leute, 3. und 3, wir probieren es wieder mit einem Screen Pass. Komm schon, McLaurin, renn. 1. und 10, mal gucken, was gehen wird. Wir müssen den Ball schnell loswerden, weil da zu viele Leute gekommen sind. Haben es auf den Fullback geschafft und der holt, glaube ich, fast einen First Down oder sogar einen First Down. Second and Inches, wir machen Play-Action. Let's go. Zum Glück ist er nicht allzu gut mit dem Linebacker auf User. Wir probieren es mit einem Screen Pass auf Gibson. Oh, guter Block da. Da haben wir echt mal einen richtig guten Block gekriegt. Ah, gutes Tackle. 1. und 10, wir probieren es mit einem Lauf. Das war wieder gar nichts, Alter. 2. und 9. Howard, Touchdown. Zweiter Touchdown auf Howard, glaube ich. Das heißt, Howard hat jetzt 2 Touchdowns und John Ross hat 2 Touchdowns. Und jetzt müssen wir wirklich die Giants endlich mal stoppen. Defensiv ging hier bisher noch gar nichts für uns, Alter. Läuft den Ball. Psych! Digga, Barkley ist einfach zu krass, Junge. Ich sag's euch ganz ehrlich. Nope. Risky. Oh, komm schon, Defense.
Oh, Screen Pass habe ich wieder viel zu spät gesehen. Wir machen aber die Außenseite zu. Zeit tickt also, er nimmt seine erste Timeout. Oh, Risky, pick den, alter Junge. 4. und 5, er muss den Ball wahrscheinlich punten, außer er geht jetzt dafür. Okidoki, er puntet den Ball anscheinend. Dann haben wir hier nochmal die Chance mit 42 Sekunden und 3 Timeouts was zu reißen. Außer es ist ein Fake. Nope, er puntet den wirklich. Okay, mal gucken, Leute, mal gucken. Und der wird an die 20 gehen. So, Leute, hier jetzt nochmal schön punkten. Das wäre geil, Alter. Das wäre wirklich richtig geil. McLaurin ist da offen. Renn, Baby, renn. Ah, ich wollte den Juke-Move raushauen, hat nicht geklappt. So, nächster Spielzug. Dann nehmen wir doch erstmal Ross in der Flat. Wir dürfen ja auch mal die Flat anspielen, ne? Er rennt einfach daneben, wir gehen ins Aus an der 17, haben noch 23 Sekunden. Erster und 10, mal gucken. Und da ist Howard, da ist Howard. Howard für den Touchdown. Stark. Bitte kein Delay. Digga, jetzt werden wir später im Spiel auf jeden Fall dafür gehen müssen, wenn es hier nochmal eng wird. Bro, fällt euch übrigens auf, wie krank das ist? Wir haben jetzt in der ersten Hälfte schon 5 Touchdowns mit Dwayne Haskins gemacht, Alter. In der ersten Hälfte allein, Junge. Das ist ein bisschen wild. Erster und 10 und 16 Sekunden für die Giants. Er wird gesackt, jawohl. Und wer ist es? Chase Young, Digga. Let's go. Ey, Chase Young hat in dieser Franchise irgendwie eine Tendency dazu, immer, wenn es wichtig ist oder immer kurz vor Schluss von irgendetwas, einen Sack rauszuhauen. Das ist richtig geil, Mann. So, Leute. Zweite Hälfte ist am Start. Die Giants bekommen den Ball. Mal sehen, was hier gehen wird. Return ist diesmal gut gestoppt von uns. Und Leute, ich bin ehrlich. Seitdem wir in Nickel 335 rauskommen, machen wir uns hier viel besser. Das war ein interessantes Play, ging aber nicht für allzu viele Yards. Ich zocke jetzt mal wieder normalen Nickel, weil es ist auch kacke und langweilig, wenn man immer nur die gleiche Defense spielt. Ah, nimmt er wieder die Flat. Kann er haben. Erster und 10. Den hat er nicht geworfen, Alter. Wenn ich Abdi gewesen wäre und nicht wieder ein D-Liner, dann wäre es ein Pick gewesen. So, Leute, 2. und 10, er läuft den Ball wieder mit Saquon. Nope, diesmal bleibst du hier, Digga. Diesmal bleibst du hier. 3. und 7, Leute, wichtiges Play. Uff, was, Digga? Bro, wenn wir einfach an dem Mann dran gewesen blieben wären, dann wäre es ein Fake. So, und er wird den Ball anscheinend punten. Könnte aber natürlich sein, dass es ein Fake ist. Wir sind ready, ist kein Fake. Wir kriegen den Ball. Und jetzt heißt es wieder scoren. Der wird an die 20 gehen. Okay, Leute, wir müssen weiter noch ein bisschen den Ball laufen. Jawohl, jawohl. Ah, schade, aber guter Lauf. 1. und 10, wir laufen wieder direkt nochmal. Und das ist ein fettes Window für ein weiteres First Down. Auch hier werden wir nochmal laufen, Leute. Neuer 1. und 10, wir laufen direkt nochmal. Und auch der sieht richtig gut aus, noch ein First Down. Wir probieren es mit einem Halfback Stretch. Und auch der, ah, schade. Ich dachte, der geht weiter. Mal gucken, ob wir hier vielleicht McLaurin hitten können. Play Action. Da ist auf jeden Fall McLaurin. Und der braucht ja, wie gesagt, insgesamt 5 Touches. First Down hat er auch geholt. Oh, ich wollte gerade den Ball werfen, da wurden wir gesackt. Das war gut von ihm gemacht, Alter, mit dem Blitz hier. Okay, 2. und 18 jetzt, mal gucken. Oh, das war risky von mir, das war dumm von mir. So, Leute, und wir haben jetzt einen 3. und 18, das wird schwer. So, mal gucken, was gehen wird. Ja, wir nehmen Howard. Ach, komm schon, Alter. Das war wahrscheinlich auch zu schnell von mir geworfen. Jetzt müssen wir hier punten. Das ist ekelhaft. An der 43 zu punten ist wirklich räudig, weil man da weder ein Field Goal haben kann, noch ein Touchdown. Also noch dafür gehen. 4. und 18 geht logischerweise gar nicht. Hoffentlich kriegen wir den da an die ausgeballert, an die 1-Yard-Linie oder so. Das wäre sehr schön. An die 8. Ja, okay, damit kann ich leben. 1. und 10 für die Giants. Die laufen den Ball. Oh, Barkley ist so schnell und so wendig, aber das war gut gestoppt. 2. und 9, Leute, wir sind in Nickel am Start. Nee, das ist ein Pick. Das ist ein Pick, Alter. Jesse Bates, let's go. Jesse Bates mit seinem ersten Pick für die für Washington Football Team. 1. und 10, wir probieren zu laufen. Durch die Mitte, durch, und das war ein schöner Lauf. 2. und 3, mal gucken. Da ist er. Pitts. Rookie Titan, let's go. 1. und 10, wir werden probieren zu laufen. Boah, da kam er direkt durch, da haben wir keinen Block bekommen. 2. und 11, Leute. Na, dann nehmen wir hier erstmal Gibson, da habe ich nichts wirklich offen gesehen. Ich könnte hier St. Brown für einen Touchdown sehen, um ehrlich zu sein. Mal gucken. Ah, ja doch. Scheiße, ich habe zu spät geworfen, aber den Catcher trotzdem, Alter. St. Brown mit seinem ersten Karriere-Touchdown für Washington. Alter, ich habe es heute irgendwie mit dem Stottern, Junge. 1. und 10.
Pick! Oh, pick den doch, Apke. Du warst direkt da, Junge. 2-10. Wieder Play-Action. Okay, damit kann ich leben. Der ist nämlich out-of-bounds. 3-10. Wir brauchen jetzt mal einen Pick mit Apke, Digga. Was ist da los? Boah, den hat er ganz woanders hingeworfen. Das war ein starker Wurf. Neuer 1-10. Wir haben den Nickel-Blitz am Start. Er läuft den Ball. Und das ist gut gestoppt. 2-7. Gib mir einen Pick auf Apke. Oh, den wirft der andere nicht natürlich. What? Was ist das denn für ein glitschiger Move? Damn. Leute, das finde ich nicht cool. Das ist ein bisschen übertrieben, ja, sage ich ehrlich. Einer da ran. Ah, kriegt er gerade noch weggeworfen. So, wir haben einen QB Spy diesmal mal drin. Yes, baby, let's go. Ryan Kerrigan kam durch für den Sack, Alter. Nice. Down 21. Das ist ein Pick. Let's go. Kendall Fuller mit dem Pick. Let's go, Kendall. Nasty stuff and go. Let's go. Was mich ein bisschen aufregt, ist, dass wir mit Apke hier keinen Pick holen können. 1-10. Wir probieren es mit einem Counterplay. Ah, das war jetzt nicht so mega geil. Mal gucken, ob wir hier McLaurin anspielen können, weil der braucht immer noch... Nee, traue ich mich nicht. Das war zu gut abgedeckt. Aber Pitts, kriegt dann nicht das First Down. Hat einen saftigen Hit kassiert. So, Leute, wir brauchen irgendwie noch eine Completion auf McLaurin. Hier nehmen wir aber erstmal Gibson. Okay. So, ich will hier McLaurin anspielen. Wir brauchen noch den 5. Touch, falls wir den noch nicht haben. Da ist er. Kann er reinrennen für einen Touchdown? Ah, leider nicht, aber wir müssten jetzt damit auf jeden Fall safe 5 Touches für ihn haben. Oh mein Gott, Alter, wir haben zu oft Audibles gegeben und einfach einen Fall Start bekommen. Second and Goal von der 6 jetzt. Komm, Digga, McLaurin hier für einen Touchdown. Da ist doch keiner, Alter. Da ist doch keiner. Komm, McLaurin. McLaurin. Ah, er kann sich schon wieder nicht durchkämpfen. Third and Goal, mal gucken. Let's go, McLaurin mit dem Touchdown. Und damit hat er jetzt auch sowieso Saves in den 5 Catches. Ich war mir die ganze Zeit nicht sicher. Hat er jetzt 4, 5, 6, 3, 7? Keine Ahnung. So, er läuft hier den Ball nochmal mit Barkley. Und das ist mega gut von Kenneth Fuller und keine Ahnung wem gestoppt. Okay, er hat den Ball nochmal gelaufen. Jetzt hat er einen 4. Versuch und wird den Ball wahrscheinlich nochmal wegpunten. Merkwürdige Punt-Formation. Vielleicht faked er den. Nee, tut er nicht. Okay. Ich weiß nicht, was das war, Digga. Aber mal, ja... Keine Ahnung. Nicer Move von Ross, ist nochmal bis zu 44 gekommen. Ich werde mal probieren, den Ball jetzt abzuknien. Wenn er dann aber nochmal Timeouts nimmt, dann müssen wir natürlich weiterspielen. Mal gucken, ob er uns den Ball abknien lässt. Und nimmt er eine Timeout? Nein, sieht nicht so aus. Das heißt, wir können den Ball abknien und True Clock machen. Und haben dieses Spiel damit gewonnen, Leute. Abschließend kann man schon mal sagen, wir haben definitiv nicht genug in der Defense gerissen. Viel zu viele Touchdowns am Anfang hergegeben. Wir haben mit Apke keinen einzigen Pick bekommen. Also defensiv bin ich definitiv nicht zufrieden. Offensiv jedoch war es auf jeden Fall nice. So, man sieht auch hier, wir haben außer in den Rushing Yards ziemlich dominiert. Wir müssen natürlich wie immer einmal in die Stats reingucken, um zu sehen, ob unser Verhältnis okay war. Alter, wir haben ein Perfect Passer Rating, 26 von 30 angebracht, 412 Yards, 86% Completion Rate, 7 Touchdowns. God. Damn, Alter. Okay, also Passing auf jeden Fall ganz, ganz wild. Rushing 15 Rushes für 76. Also, warte mal, wie oft haben wir geworfen? 30? Uff, und nur 15 Mal gelaufen. Dann waren wir wirklich ganz knapp noch im Verhältnis. Das ist mir gar nicht so vorgekommen, Alter. Ich habe doch probiert, richtig viel zu laufen. Hä? Das Verhältnis soll 2-1 immer sein. Und das war jetzt wirklich ganz, ganz knapp noch im Verhältnis drin. Die 3 Rushes hier von Dwayne Haskins zählen ja nicht, weil das waren nur Abknien. Und ansonsten haben wir keinen einzigen Rush. Also, gerade so. Gerade so. Nice, Alter. Chase Young, OJ Howard und Antonio Gibson mit einem Upgrade. Richtig geil. Speed Rusher oben. Ruff. Damit ist er jetzt ein 87er. Mal gucken, was er bekommt. Acceleration, Awareness, Finesse Moves und Tackle. Richtig nice, Mann. OJ Howard geben wir Vertical Threat oben rauf. Und er bekommt Awareness, Catch in Traffic, Deep Route Running, Medium Route Running, Pass Block, Release, Stiff Arm und Ability Slot. Stimmt. Jetzt haben wir, weil er jetzt ein 85er ist, kann man ihm jetzt eine Ability geben. Let's go, Alter. Und Gibson auch endlich mal mit einem Update. Der verdient sowieso die ganze Zeit eigentlich Updates zu bekommen. So, und jetzt ist er ein 77er und bekommt Acceleration plus 2. Das ist stark. Awareness und Short Route Running. Sehr, sehr nice. So, McLaurin hat natürlich noch eine Nachricht für uns. Mal gucken, was er sagt. Man, did you see me racking up points out there? I knew I had it in me. It's thanks to you that I got my chance. So, thanks. And you're welcome. Seriously, man. Thanks for giving me a shot this week. I appreciate it. Nice, Alter. Plus 500 für McLaurin. Plus 5 Moral für McLaurin. Das lässt sich doch mal
sehen. Und dann haben wir hier noch X-Factor Message. Das haben wir auf jeden Fall geschafft, dass er keinen Touchdown bekommen hat. Von daher kriegen wir 500 XP für die gesamte D-Line. Und New Ability Unlocked. OJ Howard, New Player Card. So, da gucken wir mal rein, was er jetzt bekommen hat. Reach for it. Ball carriers with disability will frequently attempt to gain extra yards while being tackled. Ich glaube, den hatten wir aber schon. Und den hier, Slot Apprentice. When lined up in the slot, players with disability have access to 4 additional hard routes during pre-play adjustments. Let's go! Das heißt, wenn der Tight End im Slot steht, können wir 4 extra Routen ihm geben. Zum Beispiel eine Corner oder ein Crosser, solche Sachen. Mega nice, Alter. Richtig, richtig geil. Oft wurde auch gefragt, ob ich mal das Schedule zeigen kann. Und natürlich kann ich das. Ich habe es in der letzten Zeit immer vergessen. Deswegen gucken wir da einmal schnell rein. Team Schedule. Wir werden als nächstes die Cowboys haben, dann die Chargers, dann die Eagles, dann eine Bye Week, dann die Falcons, die Lions gegen JD. Das wird sehr kritisch. Die Broncos, das wird auch mega kritisch. Die Bucks, die Eagles, die Cowboys, die Raiders, die Chiefs. Und die Saints. Also definitiv einige sehr schwierige Spiele dabei. Ich bin gespannt, wie es ablaufen wird. Und wir wollten natürlich noch einmal in die Standings reingucken, in unsere eigenen Division. Die Giants sind jetzt 1-3, wir sind 4-0. Cowboys und Eagles sind beide 1-2, haben aber beide noch ein Spiel diese Woche. Also mal gucken, wie die spielen werden. Entweder kommen sie auf 2-2 oder auf 1-3. Und damit würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Abonniert natürlich gerne, wenn ihr neue Sachen verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.